Sorgen gibt's genug. Neben Krieg und Pandemie wird uns auch der Klimawandel zu schaffen machen weiterhin. In den vergangenen Jahren war es sehr trocken. Wir haben hier häufig darüber berichtet. In den Wäldern wütet nicht nur der Borkenkäfer, sondern es brennt auch häufiger. Um Feuer im Wald möglichst früh zu erkennen und dann auch löschen zu können, sollen in Zukunft Kameras gefährdete Regionen in Echtzeit überwachen. Ein Pilotprojekt startet bald bei uns am Niederrhein. Schon jetzt setzt die Feuerwehr auf fliegende Augen gegen Waldbrände. Und das sieht dann so aus. Im Einsatzfall kann diese Drohne der Feuerwehr in Kleve innerhalb weniger Minuten aufsteigen. Drohnenpilot Florian Pose trainiert regelmäßig, was er zu tun hat, wenn es im benachbarten Reichswald brennt. Er liefert der Einsatzleitung Informationen aus der Luft. Also neben dem Rauch, den man natürlich optisch ganz normal sehen kann aus großer Höhe, besonders gut, haben wir auch die Möglichkeit, mit einer Infrarotkamera ein Wärmebild uns zu erzeugen und auch dann Flammen oder Feuerschein genau zu untersuchen. Das hilft sogar auch beim, wenn der Waldbrand schon vermeintlich gelöscht ist, um noch versteckte Glutnester zum Beispiel entdecken zu können. Das Problem, diese Technik kann erst eingesetzt werden, wenn der Waldbrand schon weit fortgeschritten ist, so wie hier im Bereich um Strahlen im Jahr 2018. Bald sollen Kameras also zur Vorbeugung eingesetzt werden. Das zuständige Forstamt Wesel erwartet durch den Einsatz der Technik, ja, dass wir einfach schnell reagieren können, wenn der Wald brennt und dementsprechend Einsatzkräfte schnell vor Ort sein können und größere Waldbrände verhindert werden können. Der Feuerwehrturm im Reichswald bei Kleve. Kreisbrandmeister Rainer Gilles zeigt, wie vorbeugender Brandschutz im Moment abläuft. Bei sehr hoher Waldbrandgefahr blicken Feuerwehrleute aus gut 30 Metern Höhe über die Kronen. Die Überwachungskameras wären ein deutlicher Fortschritt. Ich begrüße natürlich die Entwicklung von solchen Projekten und würde mir auch hoffen und wünschen, dass wir hier im Reichswald ein Pilotprojekt dementsprechend installieren könnten. Das wäre von uns sehr von Vorteil und wir könnten das also auch direkt auch nutzen. Der Klimawandel ist bereits in den Wäldern angekommen, da sind sich die Experten sicher. Der Boden und die Äste hier im Reichswald pulvertrocken. Die Situation ist natürlich durch den Wind her bedingt, dass die Böden wieder angetrocknet sind. Und nach Wetterindex vom Deutschen Wetterdienst haben wir mittlerweile die Waldbrandindexstufe zwischen 2 und 3 von den 5 Stufen, die man erreichen kann. Und das bedeutet für die Feuerwehr erhöhte Aufmerksamkeit. Wann und wo genau die geplanten 8 Überwachungskameras in den Wäldern am Niederrhein zum Einsatz kommen werden, steht noch nicht fest. Die zuständigen Ministerien müssen sich noch abstimmen. Aus Sicht des Brandmeisters sollte es bald losgehen.